So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Es sind noch 3 Wochen, bis die Spiele in Essen losgeht. Und auf BoardGameGeek gibt es ja in jedem Jahr so eine Übersichtsseite, wo halt so die ganzen Titel gelistet sind, die auf der Spiel erscheinen werden oder zur Spiel erscheinen werden. Und das sind normalerweise, so jetzt 3 Wochen davor, schon so um die 800 bis 1000 Spiele. Kurz bevor die Spiele losgeht, stehen da meistens so um die 1400 Spiele drin. Und wenn man hier mal guckt, in diesem Jahr sind es gerade mal 366 Titel, also schon super wenige. Das wird vermutlich auch so ein bisschen an der Pandemie liegen und dass so einiges durcheinander kommt und vielleicht auch manche Verlage gar nicht auf der Spiel sind und dann gar nicht alles so konzentriert auf der Spiel erscheinen wird, wie sonst in den letzten Jahren. Und normalerweise kann man diese Liste hier nehmen und einfach so nach Daumen sortieren lassen und dann sind einfach die Spiele, die die meisten Daumen haben, auch die, die gerade ganz angesagt sind. Aber ich glaube, da gibt es ein paar Netzwerke, die da arbeiten. Es sind halt schon so 1-2 Verlage, von denen irgendwie gefühlt alle Spiele da oben sind. Ich glaube nicht, dass das so dem aktuellen Trend wirklich entspricht. Und da hat sich dann ein BoardGameGeek-User die Mühe gemacht und hat einfach mal hier in dem Most Wanted Games Tracker alle Spiele gelistet, bei denen die Leute hier auf Must Have geklickt haben. Man kann nämlich hier diese Liste durchgehen und halt auf Must Have, Interested, Undecided oder Not Interested klicken und sich hinterher auch einfach nur seine Must Have Titel anzeigen lassen und dann weiß man eben, ne, was für Spiele hatte man jetzt wirklich auf dem Schirm oder kann auch die Spiele ausblenden, an denen man nicht interessiert ist. Und wenn man dann die Liste mehrfach durchgeht, dann werden halt auch nur die Spiele angezeigt, die halt relevant für einen sind oder die man sich nochmal angucken kann. Und da werde ich euch jetzt in diesem Video einfach kurz die 25 Spiele vorstellen, die eben laut BoardGameGeek gerade wirklich Most Wanted sind, wo die meisten Leute heiß drauf sind. Es wird nur so eine kurze Übersicht geben, ne? Was ist das für ein Spiel, wie sieht das aus, was macht das, das wird jetzt nicht irgendwie total ausführlich bei jedem Spiel, aber wenn ihr schon mal seht, okay, ne, das geht so in meine Richtung, weil ich mag total Eurogames und das sieht nach einem total guten Eurogame aus und ihr sagt, na, ich mag mir die Casual Games und das sieht gut nach einem Spiel für Gelegenheitsspiele aus, dann könnt ihr euch das Ganze näher angucken. Alle Spiele davon, die mich interessieren, habe ich teilweise sogar schon auf dem Kanal gehabt oder habe sie angefragt, werde sie noch bekommen, werde sie nach der Spiel bekommen. Manche von diesen Spielen interessieren mich auch überhaupt gar nicht. Und das ist jetzt ja nur eine Übersicht über die Spiele, die die BoardGameGeek-Nutzer interessant finden. Karl, Flo und ich werden euch auch in den nächsten 1-2 Tagen ein Video erstellen. Das werdet ihr wahrscheinlich so Richtung Wochenende sehen, wo jeder von uns halt so seine Top 10 Spiele aufgeschrieben hat, auf die er sich halt super freut. Und die werden wir euch dann ähnlich wie bei der Top 100 präsentieren, nur dass wir da halt auch nur sagen können, ne, auf die Spiele freuen wir uns, ohne dass wir die jetzt groß bewerten können, weil wir die in der Regel noch nicht gespielt haben und Vorfreude ist ja auf jeden Fall ein schöner Teil unseres Hobbys und ja, das kommt dann aber in den nächsten Tagen. Ich würde sagen, schauen wir jetzt erstmal hier rein. So, los geht's mit Dune House Secrets. Das basiert ja auf dem Detective-Spiel, was ich mega gerne mag. Ich persönlich freue mich auch schon sehr auf dieses Spiel. Und also, ne, Detective ist ja eigentlich so ein Kriminalspiel, das wir halt kooperativ spielen, wo wir halt so einen Fall lösen müssen. Und hier mutmaße ich mal, dass es wahrscheinlich eher um irgendwelche Intrigen geht, die wir aufdecken müssen. Und es, ne, hat halt eben Dune als Vorbild. Das ist ja auch schon eine reiche Welt, die stark ausgearbeitet ist. Aber irgendwie sind scheinbar irgendwie Charaktere und Geschichten, die halt nicht so im Original-Setting spielen, sondern halt so in dieser Welt. Und das kann mega gut werden oder richtig enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall mit Karl spielen, der sich ja im Dune-Setting richtig gut auskennt. Ich werde da auch, sobald es eine englische Version davon gibt, eine bekommen und die dann halt eben spielen. Wenn die live spielen, ihr könnt reingucken. Karl und ich oder ich, mal gucken, in welcher Konstellation wir es machen, werden euch dann auch direkt danach berichten, wie das so ist. Und ich freue mich zwar sehr auf dieses Spiel, aber ich fürchte fast, dass es eher enttäuschen wird, weil es halt, ne, auch gerade durch dieses Dune-Setting halt wirklich eine hohe Erwartungshaltung hat. Und ich weiß, ob es die erfüllen kann. Von daher ist es eigentlich ein Spiel, das mich nur positiv überraschen kann, aber also sobald, ich hoffe, dass es noch im September kommt, das war eigentlich für September angekündigt, wir haben jetzt hier irgendwie schon den 22. Wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich noch 1-2 Tage später sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass es vor Essen noch da ist und dann werde ich euch darüber ausführlich berichten. So, dann ein Spiel von Rainer Knizia und zwar The Siege of Runedar. Und wenn man da hier mal in dieses Gameplay-Video vom Verlag reinguckt, dann sieht man schon, man spielt hier in dieser Spielschachtel. Man spielt, ne, quasi Zwerge, die hier so einen Tunnel buddeln müssen. Dafür müssen hier diese Klötze quasi weg und dann muss man noch Trolle besiegen und dann hat man das Ganze gewonnen. Es ist auch so eine Art Deckbauspiel. Jeder Spieler spielt halt einen so einen Zwerg und hat halt bestimmte Karten. So ein Deck aus 12 Karten. 2 kommen immer zufällig in jeder Runde raus. Das heißt, man weiß auch nie genau, welche Karten jetzt im Deck sind. Man kann sich hier neue Karten ins Deck holen. Das sind immer so Gegenstände, die man erst herstellen muss. Für die muss man halt irgendwie Ressourcen bekommen. Man kann dann, wenn man dran ist, diese Karten ausspielen. Die bieten einem mehrere Aktionsmöglichkeiten.
Man kann sich hier zum Beispiel irgendwie bewegen, Ressourcen einsammeln, gegen diese Trolle und Orks und Goblins und was es da so alles gibt, kämpfen. Und ja, das ist so im Prinzip, also ne, wirkt ein bisschen wie so ein Tower-Defense-Spiel, wir halt ne, unsere Höhle quasi verteidigen müssen, bis wir halt irgendwie da raus können. Bin ich mal gespannt drauf. Also der Deckbau-Aspekt wird auch eher seicht sein, hat auch so ein bisschen was von Wildlands, von Martin Wallace, ne, und Deckbau hatte ja auch Rainer Knizia schon bei Eldorado drin, also ja, bin ich auf jeden Fall neugierig. So, dann wird Maracaibo eine Erweiterung bekommen, Aufstände, bin mal gespannt, ob das fixen wird, dass man immer auf diese Kampfleiste gehen muss, aber hier, wie man jetzt schon sieht, es gibt einen Competitive und Cooperative Mode, also kann man scheinbar jetzt auch komplett zusammenspielen und es ist halt modular, das heißt, es gibt jetzt noch asymmetrische Spielerfähigkeiten, neue optionale Stories, die man reinnehmen kann, neue Legacy-Teile, neue Projektkarten und als Solo-Spieler hat man jetzt einen neuen Rivalen, den guten Jack. Also Maracaibo mögen ja durchaus auch viele Leute und die können sich dann eben jetzt einfach auf mehr Content freuen. Das ist ja auch klassisch Essen. Viele Leute, die sagen, na, die Neuheiten, interessiert mich nichts von, die finden da meistens ja doch irgendwas an Erweiterung für ihre bisherigen Lieblingsspiele, wo halt, ne, in Essen findet eigentlich jeder immer irgendwas. So, dann Arkwright The Card Game. Arkwright war lange Zeit mit eines der komplexesten Spiele auf BoardGameGeek, hatte glaube ich auch ein Rating von über 4,5, ein Spiel, das ich nie spielen wollte. Da könnt ihr mal bei Chris von Victoria Pater spielen. Der ist da, glaube ich, großer Fan von. Und jetzt gibt es eben ein Kartenspiel davon. Das ist auch wieder von Stefan Risthaus, der gleiche Autor. Und ja, auch wieder, ne, so lower price, increase quality, to gain market shares, you decide. Also auch wieder so ein Marktmanipulationsspiel scheinbar. Das war, glaube ich, im großen Spiel auch so. Das habe ich mir nie näher angeguckt. Und hier sieht man auch, ne, für ein Kartenspiel ist da schon relativ viel drin. Also wenn ich das in die Finger bekomme und wenn Flo da neugierig drauf ist, dann werden wir das hier sehen. Ansonsten auch eher nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr halt so die Hardcore-Euros mögt, dann könnt ihr euch das mal angucken, wobei das jetzt auch nur ein Komplexitätsrating von 3,67 hat. Aber halt Arkwright als Kartenspiel ist ja auch schon mal durchaus ein interessanter Ansatz. So, dann Brood, das habe ich ja hier schon auf dem Kanal gehabt. Da habe ich euch schon ein 5-Minuten Überblicksvideo zu gemacht. Wir haben das auch schon live gespielt. Das ist so ein ja, Dice Placer Area Control Spiel, wo wir halt hier Würfel auf diese verschiedenen Karten setzen können, bekommen dann dafür Ressourcen, gucken am Ende, wer hat die Mehrheit an Würfeln auf so einer Karte, der bekommt den, dafür gibt es Punkte. Bei Gleichstand fliegen halt die beteiligten Spieler raus. Man kann hier so Tränke kaufen für die Ressourcen, die einem Punkte geben und irgendwelche Spezialeigenschaften. Man kann hier so tierische Kompagnons holen, die einem nochmal Spezialeigenschaften geben, die man quasi permanent hat oder wo man auch Würfel hinlegen kann. Und dafür kriegt man auch nochmal Punkte. Und wenn man noch passende Tiere zu passenden Landschaften hat, gibt es dafür auch nochmal extra Punkte. Und es gibt hier auch so ein zentrales Board, das jede Runde wechselt von der Tag- auf die Nachtseite, wo wir auch andere Aktionsmöglichkeiten haben. Also das wurde auch vielfach so beworben als Area Control Spiel, das auch sehr familienfreundlich ist, dass man auch ganz gut zu zweit spielen kann. Meiner Erfahrung nach war zu zweit, kann das sehr schnell aus dem Ruder laufen, dass irgendwie nach ein, zwei Runden schon ein Spieler so weit vorne ist, dass man ihn nicht mehr einholen kann. Aber mit drei Spielern war es dann schon auf jeden Fall deutlich interessanter und wurde auch deutlich knapper, wobei auch da wieder ein Spieler relativ früh raus war. Aber wie gesagt, wenn euch das Spiel grundsätzlich interessiert, guckt euch da mal mein Video zu an. Das wird auch bei Skellig Games im Herbst erscheinen. Also da wird es auf jeden Fall demnächst auch schon eine deutsche Version von geben, auf jeden Fall in diesem Herbst noch. So, auf Platz 20 ist dann Pessoa. Mit dem Spiel kann ich gar nichts anfangen. Das reizt mich auch null, aber worum geht's grundsätzlich? Fernando Pessoa war ein portugiesischer Poet und Schriftsteller, ne, Literaturkritiker, Übersetzer, Philosoph und was der sonst noch alles gemacht hat. Und der hat irgendwie über, hier sieht man es, ne, 75 verschiedene Pseudonyme gehabt, unter denen er geschrieben hat. Und man spielt dann quasi in diesem Spiel, ne, das soll hier irgendwie so ein bisschen so das Brain von dem Autor sein, dass sie irgendwie verschiedene, ich glaube, Buchläden, wo er sich immer so irgendwie Inspirationen geholt hat und man spielt halt diese verschiedenen Pseudonyme von ihm in seinem Hirn als Worker-Placement-Spiel. Und ja, also ich habe mir da mal so ein kurzes Übersichtsvideo zu angeguckt, sah jetzt für mich nicht so wirklich spannend aus. Das wird's hier, also mal gucken, wer da so die Verlage sind. Nee, das wird's auf jeden Fall, denke ich, nicht auf diesem Verlag geben. Und wie gesagt, gerade Spanien ist halt auf BoardGameGeek auch irgendwie sehr, also die spanische Spiel-Community ist da sehr gut vernetzt, deswegen sind auch in der anderen Liste sehr viele spanische Titel relativ weit oben. Und ja, mal gucken, wie viel wir hier von nach der Spiel noch hören werden. Es gibt auch noch nicht wirklich viele Videos dazu. Die hier sind, glaube ich, von den Leuten, die irgendwie mit dem Spiel zu tun haben. Also mal, also es gibt ja immer Spiele, die in dieser Liste weit oben
rum sind, die dann irgendwie gehypt werden und da hört man irgendwie auch schon zwei Wochen nach der Spiel gar nichts mehr von und von anderen hört man auch nach einem Jahr noch was von. Ich mutmaße mal, das dürfte eher in die erste Kategorie fallen, aber lassen wir uns überraschen. Apropos, im letzten Jahr ist ja bei Game Brewer zum Beispiel auch Paris rausgekommen, das liegt hier auch noch, haben wir auch einmal gespielt, fanden wir auch nur so nett und okay, also war auch eher in der ersten Kategorie und die bringen jetzt halt Hippocrates raus und auch ein Eurogame, ne, Komplexitätsrating von 2,83 und wenn man hier mal in das Video von John Gets Games reinguckt, der hat das auch einmal komplett vorgespielt, ein kurzes Teaser-Video dazu gemacht, aber vom Grundprinzip her geht es darum, dass wir hier halt Patienten haben, die wir uns holen müssen, die wir dann mit unseren Ärzten behandeln müssen, sobald die halt irgendwie drei verschiedene Patienten behandelt haben, kommen die auch weg, bringen Punkte, man muss sie nicht mehr bezahlen, man braucht halt zum Behandeln irgendwie Rohstoffe, die man sich dann organisieren muss oder die Patienten auch teilweise schon mitbringen, die Patienten können irgendwie auch sterben, wenn die nicht rechtzeitig behandelt, also ja, auch das wieder sieht jetzt irgendwie nach allem, was ich davon gesehen habe, nach einem Spiel aus, das mich überhaupt nicht anmacht. Aber wenn ihr vielleicht mit diesem Ärzte-Thema was anfangen könnt und so, sage ich mal, diese ja, gehobenen Kenner Eurogames mögt und ihr jetzt hier bei dem Anblick auch schon sagt, boah, das macht mich voll an, könnt ihr da mal näher reingucken, da gibt es schon richtig viel Material zu. Luna Capital habe ich euch im GenCon-Video schon gezeigt. Das sieht auch nach einem gar nicht so krass komplizierten Spiel aus, ne? Ist auch Altersfreigabe ab 8+. Ne? Wir müssen irgendwie so eine Stadt auf dem Mond bauen, draften dazu halt immer Teil, also so, ne, hier so ein Teil plus eine Karte, müssen uns da mal die passenden Kombinationen bauen, dann irgendwie in drei Reihen können wir da irgendwie dann unsere Karten auslegen, da Gebäude raufbauen. Und wer am Ende des Spiels irgendwie dann die meisten Punkte gemacht hat, hat gewonnen. Sah für mich jetzt auch mal noch nicht so spannend aus, aber war sowohl in der GenCon-Liste ganz weit oben, als eben auch hier, ne, Platz 19. Also kann man mal gespannt drauf sein. Vielleicht taugt das ja wirklich was. Sieht jetzt eben eigentlich auch nicht nach einem Spiel aus der Sportgame, in helle Aufregung versetzen sollte. Aber schauen wir mal. Zu Imperial Steam kann ich euch noch gar nicht so viel zu sagen. Der Alexander Huemer, der hat noch nicht so viel gemacht, was man jetzt irgendwie groß kennt. Und der, na, Capstone Games ist schon so ein Verlag, die haben auch schon so ein paar gute Spiele gemacht. Aber es gibt hier keine großen Videos zu, keine großen Beschreibungen zu. Nur wenn man sich, ne, ich meine, allein das Foto hier schon, ne, eine Bahn, die da lang fährt, das sieht also auch wieder nach so dem Eisenbahnspiel der Saison aus. Davon braucht man immer so ein paar. Ich glaube, Baron Gorge war ja auch was in die Richtung geht. Und ja, ne, ich glaube, Wade war hier gerade so 3,8 oder so, also auch schon eher ein bisschen anspruchsvoll. Wenn ihr totale Fans von Eisenbahnspielen seid, dann könnt ihr doch mal einen Blick drauf werfen. Für mich ist es auch so ein Genre, also damit ich mir da ein Spiel angucke und mich das wirklich neugierig mache, muss da schon wirklich irgendwas so richtig Geniales haben. Mal gucken. Wir werden da irgendwann mehr Infos drüber bekommen. So, dann Adele. Das klingt nach einem spannenden Konzept. Mal gucken, wie gut das denn umgesetzt wird. Und zwar haben wir hier dieses Raumschiff, die Adele. Und die Spieler schlüpfen halt in die Rolle von Crewmitgliedern und müssen halt versuchen zu überleben. Außer ein Spieler. Ein Spieler spielt quasi die KI des Schiffes und muss halt versuchen, die anderen Spieler, ja, auszuschalten und die anderen Spieler müssen eben versuchen zu überleben. Und dafür muss man eben auch so ein bisschen vorausahnen, was die anderen Leute so für Aktionen machen, die dann daran behindern. Die anderen müssen sich halt absprechen, aber die KI hört natürlich immer zu, wie das an Bord von so einem Raumschiff ist. Das klingt natürlich erstmal spannend, ne? Hier sehen wir dann eben auch dieses Schiff und die verschiedenen Spieleraktionen, die man da ausführen kann. Also mal gucken, da gibt es auch noch nicht wirklich Videos zu, außer hier so ein Designer-Video, wo so ein bisschen drüber reden. Wäre natürlich auch spannend, da mal ein bisschen mehr Content zuzusehen. Dann auf Platz 15 ist 1923 Cotton Club, ein Spiel von Looping Games. Und Looping Games schaffen es irgendwie immer, super weit oben in der Board Game Geek Hotness zu sein. Und schaffen es aber auch, dass man hinterher nie wieder davon hört. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mir irgendwie im deutschsprachigen Spielebereich irgendwie davon gehört habe, dass Leute gesagt haben, ey, irgend so ein Kartenspiel ist total toll. Ich habe mir davon auch irgendwann meins geholt, irgendwie 1923, so ein San Francisco Erdbebenspiel hatte ich auch hier, war auch eine kleine Schachtel, wo dann schon relativ viel komplexes Spiel drin stand. Da habe ich aber dann irgendwie doch nicht auf den Tisch gebracht. Und die Spiele werden vermutlich schon ganz gut sein, aber die tauchen halt auch selten in irgendwelchen Geek-Listen oder so ganz weit oben auf. Von daher habe ich dann auch vor ein paar Jahren mal gesagt, okay, ich lasse da einfach mal die Finger von, weil die sind, glaube ich, immer in der Regel nett, aber ob die, also sind selten halt wirklich irgendwie überragend gut, super interessant. Hier geht es noch irgendwie um so einen Club zu Zeiten der Prohibition, wo wir dann irgendwie Alkohol da reinschmuggeln müssen. Man spielt 6 Runden mit 3 Points, wo man irgendwelche Aktionen wählen kann. Ja,
ist auch da. So, dann auf Platz 14 ein Spiel von Andreas Stehling, und zwar Stroganov. Und da bin ich super gespannt drauf. Das ist mit eines der Eurogames in diesem Herbst, die mich am meisten interessieren. Und zwar erst, seitdem ich ein Video von Man vs. Meeple geguckt habe. Normalerweise kann ich mit deren Videos überhaupt nichts anfangen. Gerade die Videos, wo die am Tisch stehen und zu zweit über die Spiele reden. Das gucke ich irgendwie und habe das Gefühl, danach weiß ich nichts über dieses Spiel. Und hier hat er so ein 10 Minuten Überblicksvideo gemacht. Und das alles, was er da so erzählt, da geht nicht wirklich in die Tiefe, aber das klingt nach einem super interessanten Spiel, was auf eine interessante Art und Weise verzahnt ist. Es ist auch so ein Worker-Placement-Spiel, aber ein zettsames Spiel. Aber es wird diesem Spiel scheinbar gar nicht gerecht, weil man halt noch einen Arbeiter hat, so einen Kosaken, der da halt durch diese ganzen verschiedenen Felder läuft, diese verschiedenen Landschaften, da irgendwelche Außenposten baut, irgendwelche Fälle sammeln muss. Und da ist irgendwie super viel modular in diesem Spiel, und auch die Aktionen sollen irgendwie so sein, dass sie schon in der Regel sehr basic sind, aber irgendwie ganz interessante Synergien haben können, und dass halt so auch die Art, wie man über seine Züge nachdenkt, sich hier halt schon sehr anders anfühlt als in anderen Eurogames, und das muss ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. Also das sieht wunderhübsch aus. Ich mag ja auch diese Naturthemen sehr und finde das eigentlich auch ganz spannend, dass wir jetzt halt nicht immer nur Händler im Mittelmeer haben bei diesen ganzen Spielen, sondern eben auch so, hier so ein bisschen, ne, einfach Landschaft sehen, Natur sehen, toll illustriert, und wenn dann eben noch wirklich ein interessantes Spiel dahinter ist, dass ich eben wie in diesem Fall auch sehr einzigartig anfühlen soll. Also meinte auch, dass sind so viele Mechaniken drin, die es irgendwie alle schon mal gab, aber auf so eine interessante Art und Weise neu miteinander verknüpft und verbunden, sodass er meint, dass sie auch beim Spielen immer wieder erstaunt waren, dass das so miteinander überhaupt funktioniert und dass es ein sehr einzigartiges Spielerlebnis bietet, wo man eben auch immer tausend Sachen machen will, auch immer planen muss, dass man wirklich sehr befriedigende und gute Züge macht und dass man halt immer nie alles machen kann in einer Partie, wie das beim guten Eurogame ja auch sein sollte. Also da bin ich so ein bisschen gehuckt und sage einfach mal, das möchte ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. Das reizt und interessiert mich sehr. So, anders als Coffee Traders war das hier wieder nach einem sehr klassischen Eurogame aus, wie man hier im Komplexitätsrating sieht, 4,81 von 5, also schon auf jeden Fall Expertenlevel, soll wohl auch eine große Bookkeep-Phase haben, wenn man sich das hier mal anguckt. Da ist schon relativ viel los. Es ist ein Auftragserfüllungsspiel mit irgendwie so Area-Control-Aspekten und ja, soll wohl wirklich auf der komplexen Seite sein, ist für 3 bis 5 Spieler. Es gibt auch eine 2-Spieler-Variante drin, und da habe ich auch eine Rezension schon gesehen, wo sie auch gesagt haben, hey, das Spiel hat so viele Kleinteile Regeln und ist so schon mega komplex, und wenn man das dann zu zweit spielt, dann hat man noch ein extra Board mit einem extra Bot, den man auch nochmal steuern muss mit extra Regeln. Das will man eigentlich nicht wirklich machen. Das Ding ist auch recht teuer, kostet irgendwie 120 Euro, dafür ist eben auch wirklich eine Menge Holz da drin, und das wurde auch in dem Video gesagt, das ist eine absolute Katastrophe, dass es keine vertieften Spielertableaus gibt, weil ihr seht das hier alles rumliegen, und wenn da irgendjemand gegen den Tisch kommt, dann wird das wahrscheinlich auch alles verrutschen. Man kann, wenn man nicht wie ich immer alles streamt, auch wahrscheinlich nicht wirklich 100% den Spielzustand wiederherstellen, und das bei dem Preis ist wahrscheinlich wirklich echt nicht so toll. Aber ja, wenn ihr jetzt halt sagt, ihr mögt Kaffee und ihr mögt gerne gut verzahnte Spiele, also die Rezension hat auch gesagt, wenn man das dann eben mit 3 oder 4 oder 5 Leuten spielt und die wirklich auch Bock auf sowas haben und man sich da eben auch reingearbeitet hat und das erklärt bekommt, dann ist das eben auch ein gutes Spiel. Das muss man aber wollen. Das wäre jetzt bei mir so ein Spiel, wenn halt Flo sagt, Reiz interessiert mich, dann würde ich mir das vielleicht besorgen und dann eben mit ihm auch spielen, euch dann eben auch dementsprechend zeigen. Wenn nicht, dann auch eher nicht. Also da habe ich jetzt in keinem Video oder in keinem Bericht, den ich dazu gesehen habe, irgendwas gesehen, was mich da so fasziniert hat, wie es eben bei Stroganov war. Und auch bei Stroganov kann es natürlich sein, dass ich hinterher sitze und sage, war doch nur so ein ganz normales Eurogame. Aber ich glaube, dass allein die Optik macht das da schon aus. Und die ist halt hier, ne, das ist halt das Kaffeethema. Aber ja, das sieht so irgendwie noch alles ganz hübsch aus. Aber das ist dann auch eher so, dass man sagt, weiß nicht. Auf Platz 12 haben wir dann It's a Wonderful Kingdom. Und wenn man da mal reinguckt, dann sieht man schon, wenn man It's a Wonderful World gespielt hat, dann ist es einfach ungefähr das gleiche Spiel in grün. Der Kartenverteilmechanismus ist ein bisschen anders. Man draftet nicht nur, man baut so verschiedene Kartenstapel auf dem Tisch und kann da eben auch immer so ein bisschen blöffen dann bei und hoffen, dass einem der Mitspieler irgendwie nicht die guten Karten wegnimmt, die man sich ja selbst bereitgelegt hat. Aber alles drumherum ist dann so, wie ich das bisher zumindest gesehen habe, wie bei It's a Wonderful World, dass man eben dann auch hier diese Gebäude bauen muss und dafür halt die entsprechenden Ressourcen braucht, die Karten noch abwerfen kann, um dafür Ressourcen zu generieren. Man legt die Karten dann so übereinander, guckt halt, ne, was die so an Punkte und Vorteile und Ressourcen geben. Da sind noch so ein paar verschiedene Module drin, dass man auch gleich so unterschiedliche Szenarien hat. Also wer jetzt halt It's a Wonderful World gespielt hat und das total toll fand, da jetzt 50 Partien hat und sagt, ich brauche was Neues, der kann sich das auf jeden Fall, denke ich mal, zulegen. Wer jetzt It's a Wonderful World nie gespielt hat, der sollte vielleicht auch jetzt gerade mit dem Kauf warten, bis das Spiel dann wirklich draußen ist, damit man eben auch gucken kann, welches von beiden Spielen man jetzt eher empfehlen sollte. It's a Wonderful World oder
It's a Wonderful Kingdom. Wie gesagt, die werden schon sehr ähnliche Sachen machen, denke ich mal. So, dann ein Spiel, auf das ich mega gespannt bin, weil es ist von Nigel Buckle und David Tucci. Und die beiden zusammen haben ja Imperium Classical Legends gemacht. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele in diesem Jahr. Allerdings, wie man hier auch sieht, es wird erst im nächsten Jahr rauskommen. Hoffentlich. Denn ich habe gerade mal geguckt, der Kickstarter ist für den 28.09. angekündigt. Und das heißt natürlich, dass es frühestens erst im nächsten Jahr kommen wird. Vielleicht gibt es in Essen schon irgendwie eine Demo-Version, die man sich angucken kann. Das wäre natürlich super spannend. Aber die beiden Autoren, da bin ich auf jeden Fall immer neugierig, immer interessiert dran. Und das ist eben auch so ein 4X-Euro-Game, ne, was ja auch Eclipse zum Beispiel sein möchte. Aber bei den beiden Autoren habe ich die Hoffnung, dass es wirklich super gut und interessant wird. Es hat viele verschiedene Spielmodi. Man kann das komplett kooperativ spielen, man kann das gegeneinander spielen, man kann das irgendwie solo spielen. Das alles in einem Spiel, vor 3-4 Jahren hätte ich ja schon gesagt, das ist dann in der Regel nicht so gut wahrscheinlich und waren die meisten Spiele, die sowas früher gemacht haben, auch nicht. Heute würde ich mittlerweile sagen, na, auch gerade bei den beiden Autoren, die können das auf jeden Fall hinbekommen. Und da gibt es dann hier auch Fotos zu, die ich mir selbst noch gar nicht angeguckt habe. Aber da sieht man eben auch schon mal, okay, ne, jeder Spieler hat hier so sein kleines Playerboard, wo man dann auch wahrscheinlich verschiedene Sachen individuell einstellen kann. Es gibt hier so einen Weltraum, der so nach und nach quasi dann ausgelegt wird. Und hier kann man seine Produktion einstellen, hier sein Stockpile. Also sieht es ein bisschen aus tatsächlich gerade wie bei Terraforming Mars, nur dass es halt ein bisschen eleganter gelöst wurde mit den Ressourcen. Ne, das sind dann irgendwie die Fokuskarten, die es, ich weiß auch nicht, wann die Autoren mal schlafen. Ich meine, allein Imperium muss so viel Zeit gekostet haben, dass sie da noch Zeit hatten, irgendwas anderes herzustellen. Also da bin ich auch mal sehr gespannt drauf tatsächlich. Ne, das ist auch wieder von Mindclash Games, also Anachrony wurde ja auch bei dem Verlag gemacht, eben auch von David Tucci, das ist ja auch so mit das Spiel, das so seinen Ruhm so ein bisschen begründet hat. Und ja, das sieht auch wieder aus natürlich nach einem Hardcore-Euro-Game, aber mit diesem Weltraumthema macht mich das natürlich schon an. Und das werde ich mir auf jeden Fall irgendwie angucken. Also ich hoffe, ich muss mal anfragen, vielleicht gibt es da noch irgendwie ein Rezensionsexemplar, das sie mir zuschicken können oder was irgendein anderer YouTuber oder Content-Creator weiterschicken kann. Das würde mich schon extrem reizen, euch das auch rechtzeitig zeigen zu können. Ich frage das mal an und mal gucken, vielleicht haben wir Glück und ich kann euch das zeigen. Ansonsten dann spätestens im nächsten Jahr. So, Great Western Trail hatte ich ja auch schon im GenCon-Video, eine neue Version und man sieht auch hier, was die alles neu macht. Sie hat im Prinzip nur neues Artwork, sie hat einen offiziellen Solo-Modus, sie hat Dual-Layer-Player-Boards, sie hat halt so Tiere, die sich irgendwie scheinbar entwickeln können im Laufe des Spiels, hat neue Gebäudeteile, hat neue Exchange-Tokens, die es auch in der Erweiterung schon gab und neue Master-Tiles. Also macht im Prinzip das gleiche wie das alte Spiel. Wer jetzt das alte noch nicht hat, sollte sich dann wahrscheinlich eher diese Version holen. Und wenn man sich da mal hier die Bilder anguckt, dann sieht man auch, habe ich ja auch im anderen Video schon erzählt, dass es da eben noch im nächsten Jahr dann Argentina geben wird und im übernächsten Jahr New Zealand. Da sind wir natürlich auch alle gespannt, was die jetzt wirklich neu machen, die Spiele. Aber das dürfte für die meisten von euch jetzt wirklich keine große Neuheit sein. Das war Platz 10 in der Hotness. Auf Platz 9 kommt Welcome to the Moon. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein neues Welcome to mit nochmal einem anderen Block. Also irgendwie schon, aber hier sind halt gleich 8 verschiedene Blöcke drin, mit denen man spielen kann. Ne, ihr seht das hier, also man sieht nicht alle hier tatsächlich, aber es sind halt gleich 8 verschiedene Challenges in einer Box. Das finde ich schon mal super spannend. Das grundsätzliche System, wenn man sich hier mal durchklickt, mit eben halt den verschiedenen Karten, die hier liegen, mit den verschiedenen Nummern, wo man hier irgendwelche Eintragungen machen muss, ist halt das gleiche. Und es gibt auch für jedes Tableau, das es hier quasi gibt, dann auch immer natürlich die gleichen Karten, aber dass man die halt immer, ne, ihr seht das hier, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene und mal gucken, ob man sich die hier näher angucken kann. Das sind dann die Karten. Das wird wahrscheinlich auch wieder irgendwie einen coolen Solo-Modus haben. Na, kann man sich nicht im Detail näher angucken, aber hier ist es einmal dann halt das Raumschiff, das man irgendwie scheinbar befüllen muss mit Leuten. Hier sind es irgendwie so Flugrouten, die man besetzen muss und. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich gehe schon davon aus, dass es sich natürlich sehr nach Welcome to anfühlen wird, aber auch bei den ganzen Erweiterungen, da habe ich jetzt auch gesagt, okay, die brauche ich mir jetzt irgendwie alle nicht holen, weil das ja schon immer das gleiche Spiel ist. Das hier könnte dann vielleicht so sein, dass es genug Neues bietet, dass man sagt, okay, das kann man sich jetzt auch mal wiederholen. Also ne, ist auf Portgaming auf jeden Fall super hoch gelistet gerade. Also die Leute sind scheinbar Welcome to Fans. Dann kommt natürlich auch ein paar bekanntere Sachen. Cascadia hatte ich ja schon ein GenCon-Video drin, habe ich euch schon ein Video zu gemacht, das habe ich hier auch liegen, habe auch schon ein paar Partien gespielt. Ich finde es
absolut gut, aber ne, Komplexitätsrating 2,02, also auch eher im unteren Kennerbereich, auch wieder, glaube ich, von Beth Sobel illustriert. Ne, wir müssen halt eine Landschaft bauen nach und nach, müssen da Tiere reinlegen. Die Tiere haben immer verschiedene Voraussetzungen, wie sie platziert werden wollen, damit man Punkte machen kann. Aber auch die Landschaften wollen wir bauen, eben möglichst groß, damit wir dafür viele Punkte bekommen. Mehrheit in bestimmten Landschaften gibt uns auch mal extra Punkte, also ähnlich wie Calico, einfaches Regelwerk, aber trotzdem viele knifflige Entscheidungen, weil man es eigentlich auch selten perfekt machen kann. Es hat nicht ganz so harte Zwänge wie Calico, deswegen mag ich das auch ein bisschen lieber. Das ist bisher nur an Kickstarter-Backer ausgeliefert worden und halt Rezensenten haben schon ihre Exemplare bekommen. Die englische Version wird es ab Oktober zu kaufen geben und auf Deutsch dann, ich denke mal, im nächsten Frühjahr, wobei es noch keinen, zumindest keinen mir bekannten Vertriebspartner in Deutschland hat, aber das wird sich sicher irgendwie unter den Nagel reißen. So, auf Platz 7 ist dann Arche Nova, das wird bei Feuerland erscheinen von Matthias Wigge und das werde ich euch auch hoffentlich nächste Woche zeigen können. Zumindest hat mir der Autor da vor einer Woche geschrieben, dass die Exemplare irgendwie in 1-2 Wochen da sein sollen und wenn er die irgendwie abholt, dann macht er einen Abstecher quasi in Göttingen auf dem Rückweg und dann werde ich euch das hier zeigen können. Eindeutig von Terraforming Mars inspiriert, aber weiterentwickelt und fühlt sich sehr, sehr eigenständig an. Man sieht, wo so die Inspiration herkommt. So ein bisschen Terraforming Mars kombiniert mit Zoo-Thema, mit der Kartenaktivierungsmechanik aus Civilization. Wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es dieses Civilization-Spiel damals noch gar nicht. Also scheinbar auch so eine parallele Entwicklung. Habe ich euch auch schon im Feuerland-Vorschau-Video ein bisschen was zu erzählen. Wie gesagt, der Prototyp ist sicher noch super weiterentwickelt worden, aber wenn ihr halt ne Terraforming Mars an sich mögt, wenn ihr halt kartengesteuerte Spiele mögt, wenn ihr halt auch so Tierthemen auf jeden Fall mögt und auch so diesen Lego-Aspekt, der ist da eben auch drin, weil wir auch da diesen Zoo irgendwie, oder hier in dem Fall dann diese Arche bauen, also da bin ich schon super gespannt drauf. So, auf Platz 6 ist dann Bitoku, auch da weiß ich nicht wirklich warum, weil es gibt zu diesem Spiel noch quasi keine Infos, außer das hier halt, aber das ist in Spanisch, also da verstehe ich kein Wort von und es gibt auch hier ne, nur irgendwie die Bilder zu dem Spiel und der Autor hat jetzt auch nicht so viele bekannte Sachen gemacht. Am bekanntesten war Kingdom Defenders, auch das war ein Spiel, das war, wann war das, 2018 glaube ich, ja, sehr weit oben in der Boardgame Geek Top 10 und nach dem Spiel haben wir da eigentlich nie wieder was von gehört. Also irgendwie sind diese spanischen Verlage da sehr gut vernetzt und schaffen es halt da wirklich hochzukommen, aber leider schaffen es die Spiele hinterher nicht quasi dem gerecht zu werden, was man da so erwartet. Von daher bin ich da jetzt auch erstmal vorsichtig, ne? Ich meine, ein paar Spiele von Devir Games wurden ja auch wirklich auf Deutsch vertrieben und waren auch wirklich ganz gut. Also das wird mindestens ein gutes Spiel sein. Ich werde das, denke ich, auch mal anfragen, wenn es soweit oben in der Hotness ist und dann mal gucken, was das überhaupt so macht, wie gut das so ist. Ich meine, hier gibt es auch schon so ein paar Informationen darüber, aber ja, da kann ich jetzt persönlich auch wenig rauslesen. Einzig, was man hier sieht, halt Set Collection und Worker Placement with Dice Workers. Also das wird mindestens ein nettes Spiel sein. Ob man das jetzt zwingend braucht und ob das so krass ist, dass man es wirklich da oben hinhypen muss, mal gucken. Dann Boon Lake, das neue Expertenspiel von Alexander Pfister. Da bin ich auch sehr neugierig drauf. Da habe ich auch schon angefragt beim Alex und er hat gesagt, sobald das da ist, wirst du eins bekommen. Aber er meint, das ist halt, ne, wenn es aus der Fabrik quasi geliefert wird, dann bekommst du das, dann bekommst aber auch alle anderen. Er weiß gar nicht, wie das andere Firmen machen, weil, ne, wenn die Spiele da sind, dann geht's halt in den Verkauf, weil die Leute sonst ja auch spielen können. Ich weiß nicht genau, wann es kommen wird, aber sobald das da ist, wird das hier gespielt. Wir werden das live spielen. Die letzten paar Male, wo wir Neuheiten von Alexander Pfister gespielt haben, war er auch immer fast mit der ganzen Crew vom Verlag dabei, während wir das gespielt haben. Also schaut dann auch da sehr gerne mal rein. Ich habe mich und werde mich auch mit diesem Spiel nicht wirklich näher befassen, weil, also man sieht hier schon, okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus, aber was das jetzt genau macht, da bin ich halt so, das ist ein neuer Pfister, da freue ich mich drauf, ne, Alexander Pfister Spiele, manchmal kommen die ja richtig gut an bei mir, manchmal sage ich auch so, okay, war jetzt nett, also mal gucken, ob das eins sein wird, das Great Western Trail bei mir schlagen können wird. Ja, was hier im Wesentlichen steht, ist, dass es halt einen neuartigen Aktionsmechanismus hat, wodurch sich auch jedes Spiel unterschiedlich entwickelt und dass jede Aktion, die man macht, irgendwie wirklich auch vorsichtig bedacht werden muss, weil in der Regel halt die anderen Spieler auch von den Aktionen profitieren, die man selbst auswählt, dass da das, wo so der große Kniff bei dem Spiel ist. Also gesagt, das werde ich mir dann angucken, wenn es da ist. Das wird dann sofort auf den Tisch kommen. Also abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Und viele von euch haben den Kanal schon abonniert, aber die Glocke noch nicht aktiviert. Aktiviert gerne auch die Glocke, dann bekommt ihr immer hier auch Nachrichten aufs Handy und eine E-Mail. Und auch wenn ich mal irgendwie mehrere Streams oder so am Tag mache oder vielleicht mehrere Videos veröffentliche, es gibt ja Maximum, ich glaube, mehr als 3 Benachrichtigungen bekommt man nicht. Aber auch gerade zur Messe, wenn es da eben auch wirklich interessante Streams gibt, dann werdet ihr da eben auch immer auf dem Laufenden gehalten und könnt einfach auch mal schnell reingucken. Und wie gesagt, auch gerade bei den Streams, die wir ja auch jetzt machen, auch dann zu Spiel machen, ne, teilweise sind die vielleicht auch eben ein bisschen lang, wie ja jetzt auch bei
Eleven, das Football-Manager-Spiel, wo auch Leute sagen, oh, 2,5 Stunden Stream, weiß ich nicht, aber dann guckt er halt rein, spult vor, bis sie fertig sind, und das ist ja, also für mich persönlich immer sehr interessant, wenn ich irgendwie Leute sehe, die irgendwas gespielt haben, wenn das Spiel durch ist, was reden die so hinterher über das Spiel, wie sind so die ungeschönten Live-Eindrücke dazu, und das werdet ihr halt, habt ihr bei Eleven, werdet ihr hier haben und bei allem anderen auch, also schaut da sehr, sehr gerne rein. So, auf Platz 4, bei GenCon war es noch Platz 1, die verlorenen Ruinen von Arnak, die Expeditionsanführer, die bringen halt hier nochmal neue Tempelleisten rein, die bringen andere einzigartige Anführer rein, die so einzigartige Startdecks haben mit individuellen Fähigkeiten, es gibt noch mehr Guardians, noch mehr Assistenten, noch mehr Artefaktkarten, mal gucken, ob das, viele Leute werfen dem Spiel auch vor, so, ja, ne, irgendwie immer auf der Tempelleiste hochgehen, nach 2-3 Partien immer alle Strategien ausprobieren, dann ist es irgendwie immer das Gleiche, also mal gucken, ob hier diese asymmetrischen Elemente das für die Leute nochmal wieder beleben, aber es hat gerade den Deutschen Spielepreis gewonnen, was ja auch ein Community Award ist, also ist es bei der Mehrheit der Spieler schon sehr, sehr beliebt. Dann sind wir in den Top 3 angelangt und da ist Golem auf Platz 3 und da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, es ist von Flamina Brasini, Virgino Gigli und Simone Luciani und das ist so die Creme de la Creme der Eurogame Designer, die haben Zeugin gemacht, die haben Coimbra gemacht, die haben Marco Polo gemacht, also zu dem Spiel muss ich gar nicht wirklich viel wissen, also man kann hier zwar irgendwie mal reingucken und sich irgendwie diese ganzen Spielmaterialien angucken, aber man weiß genau, wenn ein diese Spiele, oder auch Darwin's Journey, was ja auch jetzt erst noch kommen wird, aber auch gleiches Autorenteam, das sind so Sachen als Eurogame-Liebhaber und gerade wenn man die genannten Spiele mag, dann kann man sich das blind kaufen, wenn man aber auch schon weiß, okay, die Spiele mag ich nicht, dann wird ein das hier wahrscheinlich auch nicht umbeamen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Flo da mega heiß drauf sein wird, ich mir da also auf jeden Fall auch das Regellesen ersparen kann und mit Cranio Creations habe ich eigentlich auch sehr, sehr gute Connections, die habe ich jetzt in diesem Herbst noch gar nicht angeschrieben, werde ich auf jeden Fall nach diesem Videodreh auch tun und euch das dann auch hoffentlich spätestens zu Spiel zeigen können, vielleicht mit Glück, ne, Daumen drücken schon vorher, also da, ne, ich meine, das Cover ist ja auch schon wieder, ne, Hammer, wie das aussieht, wie man ja selbst, ne, sieht dann schon so klassisch nach Eurogame aus, so sehen die bei denen halt immer aus, aber es sind halt immer wirklich mindestens sehr, sehr gute Spiele. Mal gucken, ob die mich dann so umbeamen werden, aber ich bin mir sicher, dass Flo dann auch irgendwann kommen wird und sagen, ja, Golem habe ich jetzt so 15 Mal gespielt, fand ich gut, bin ich sehr zuversichtlich. So, dann Platz 2 hat mich ein bisschen überrascht und zwar Furnace. Das ist ja auf Deutsch meines Wissens nach schon verfügbar. Auf jeden Fall wurde da irgendwie die Crowdfunding-Kampagne ausgeliefert. Ich habe das ja eben letztes Jahr auf der Spiel Digital schon in der Hand gehabt. Und es ist einfach Engine-Building, das Spiel, kombiniert mit so einem Beat-Mechanismus. Ne? Da liegen halt immer Karten aus und dann kann man halt mit diesem Token da drauf bieten. Ich darf nicht eine Karte, wo ich einen Token schon drauf liegen habe, da nochmal einen Token drauflegen. Und wer den höchsten Token gelegt hat, bekommt nachher die Karte. Alle anderen bekommen die Ressourcen, die hier oben drauf sind, mal die Zahl, die auf dem Beat-Token draufsteht. Und dann, ne, lege ich halt diese Karten, die ich schon habe und die ich bekommen habe, halt in so eine Reihe aus, muss halt gucken, wann, ne, welche Karte aktiviere ich wie, weil ich die wirklich der Reihe nach aktivieren muss, muss dann halt Ressourcen umwandeln, in Punkte umwandeln und da spielen wir, glaube ich, insgesamt 4 Runden und wer nach 4 Runden die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das ist ein super schickes, tolles Spiel. Für Platz 2 in der Boardgaming Hotness fand ich es dann fast schon ein bisschen zu seicht, das ist halt wirklich so eine halbe Stunde runtergespielt, aber wenn es bei Leuten total gut ankommt oder sich Leute total drauf freuen, dann freut mich das natürlich. Also ich denke, das werden ja auch einige von euch schon gespielt haben, wenn dem so ist, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann kommt die Nummer 1 und von der Nummer 1 habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört, bevor ich mich mit dieser Liste auseinandergesetzt habe. Aber das liegt einfach am Autor. Wladimir Suchy heißt, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Messina 1347. Ne, der hat zum Beispiel Pulsar gemacht, der hat letztes Jahr Prager Capodregni gemacht und Underwater Cities. Und Underwater Cities ist ja auch so ein Spiel, wo ich super viele Leute kenne, die sagen, es ist mindestens in ihren Top 20, wenn nicht gar in ihren Top 10. Also er hat als Autor wirklich bei vielen schon einen Stein im Brett. Scheinbar hat Stefan Feld in diesem Jahr nichts Großes angekündigt, was so weit oben ist, weil das kennt man sonst nur von Feldspielen, dass da alle sofort so aus dem Häuschen sind. Aber die Boardgaming-Community mag scheinbar Wladimir Suchy auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Über das Spiel selbst kann man noch gar nicht so viel sagen, weil auch da gibt es hier nur ein Video, wo sie halt irgendwie drüber reden und man sieht hier so ein paar Fotos und kann sich hier ein bisschen den Text angucken, aber der sagt einem auch noch nicht wirklich viel. Was hier auf jeden Fall wieder auffällig ist, dass es keine Karten gibt. Also es ist ähnlich wie Prager Capodregni, eben auch eher so aktionsbasiert und nicht so wie Underwater Cities, eher kartenbasiert. Ich persönlich mag ja Spiele mit Karten immer eher lieber, weil die mir halt immer ein bisschen mehr Variationen geben und immer eine andere Challenge geben, mit der ich mich in jedem Spiel auseinandersetzen muss. Aber Prager Capodregni mochte ich ja auch sehr gern, und wo jetzt manche Leute gesagt haben, Prager Capodregni war ihnen viel zu bunt. Naja, ich weiß nicht, ob ich nicht lieber was so total Buntes hätte als
das hier. Das sieht jetzt auch meiner Meinung nach nicht so super hübsch aus. Aber mal schauen, ob das so seinen Spitzenplatz behalten wird, sobald wir da mehr drüber wissen. Aber ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Und das war's auch schon. Das waren die Top 25 Spiele in der Board Game Week Hotness Stand 22.09., also ungefähr 3 Wochen vor der Spiel. Das deckt sich auch tatsächlich so ein bisschen mit der Liste hier, wobei da muss man schon ehrlicherweise sagen, Devir Games und Looping Games, die sind da schon sehr, sehr weit oben und das unterscheidet sich eben doch eigentlich sehr von der anderen Liste. Also zumindest hier, die Spiele, die hier oben sind, sind da deutlich weiter unten gerankt und das meiste habe ich euch gerade gezeigt, ne? Paris Eiffel Erweiterung habe ich euch auch schon im GenCon Video gezeigt, hier dieses Journey to the Center of the Earth, auch wieder ein spanisches Spiel, oder Castle Party, auch von Devir Games, also ja, die haben da schon wirklich gut was am Laufen, ne? Hier auch wieder ein spanisches Spiel, das ist auch da, ne? Auch spanisches Spiel, das ist schon, naja, ist ja gut, wenn die auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, wie gesagt, manches davon habe ich mir schon angeguckt, vieles noch nicht, das ist dann eben auch wirklich ein bisschen schwierig, das eben immer zu filtern, gerade wenn man jetzt hier nach dem Ranking zum Beispiel geht, weil man auch schnell feststellt, dass manche Spiele eben auch irgendwie wirklich gar nicht so spannend sind, obwohl die so weit oben gerankt sind. Aber das ist ja bei mir Teil des Jobs, mir die Spiele näher anzugucken und halt rauszufiltern, was finde ich so spannend, dass ich euch das zeigen möchte und wo sage ich vielleicht eher, nee, das können auch andere Kanäle dann gerne machen. Und ja, wie gesagt, wir werden in den nächsten Tagen dann noch ein Video machen mit unseren Top 10, also Karl, Flo und ich wieder, ähnlich wie bei der Top 100, nur dass es dann eben mehr die Vorfreude ist, als dass wir wirklich konkret was zu den Spielen sagen können. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken, das war's von mir, bis bald und tschüss!